Staraufgebot im Maritim Hotel in Hannover. Bevor die letzte Folge der Lindenstraße über die Fernsehbildschirme flimmert, legen die beliebten Schauspieler und Schauspielerinnen einen Stopp in der Landeshauptstadt ein. Über 500 begeisterte Fans fiebern dem besonderen Abend entgegen. Also am meisten freue ich mich natürlich auf die 10 Schauspieler der Lindenstraße. Die möchte ich eigentlich hautnah mal erleben, weil man sie ja immer nur vom Fernsehen kennt. Die Stars der Lindenstraße präsentieren sich noch einmal den Fans und erzählen die eine oder andere Anekdote aus dem Drehalltag. Mit dabei ist selbstverständlich auch Marie-Louise Marianne, besser bekannt als Mutter Beimer. Insgesamt sind 9 weitere Stars der Kultserie vor Ort. Dass die Fans trotz des anstehenden Endes der ARD-Soap treu bleiben, begeistert die Schauspieler sehr. Es ist halt schön, dass die halt auch noch kommen. Also es sind ja wirklich, die wohnen ja nicht alle in Hannover, die jetzt hier sind. Das sind ja auch Fanclubs, die wir kennen. Das sind ja bestimmte Fans, die wir auch schon kennen. Oder wir kriegen auch mit in so bestimmten Foren, wo sich Schauspieler und Fans dann auch quasi treffen. Das ist ja mittlerweile per Internet alles total möglich. Und das ist schon, das sind auch Menschen, die wir immer wieder über Jahre immer wieder sehen. Und die gehören halt auch zu unserem Leben, nicht nur wir zu deren Leben. Dass mit dem Ende der Lindenstraße auch der Kontakt zu den Fans abbricht oder die Serie in Vergessenheit gerät, glaubt Cosima Viola nicht. Ich glaube, dass sich jetzt neue Möglichkeiten auftun werden, wo man sich sieht, Kontakt, ob man irgendwie über Facebook, über soziale Medien oder über Briefe. Ich meine, wir kriegen ja auch allerlei Fanpost, das ist ja alles nicht weg. Also der Kontakt besteht ja immer noch und der Austausch. Schließlich ist die Fangemeinde der Lindenstraße eine ganz besondere. Manche Fans wurden ihr Leben lang von der Serie begleitet. Also ich gucke es wirklich seit der ersten Folge. Ja, ich war ja damals noch recht jung und ich kann mich wirklich noch erinnern, als im Fernsehen gezeigt wurde, es kommt eine neue Serie. Und wie man so das Studio damals gezeigt hat, wie das gedreht wird und ja, seitdem schaue ich's. Und zum Schluss verspricht uns Schauspielerin Sibylle Vauri. Eigentlich ist unser aller Credo, wir sind Schauspieler, wir werden uns in der Form nicht mehr sehen, aber wir sehen uns. Auch wenn die Lindenstraße nicht mehr im Fernsehen zu sehen sein wird, lebt sie in den Herzen der Fans und Schauspielern trotzdem weiter.